Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Einer Surprise Reaction. In dieser Reaction-Reihe sage ich euch nicht, welchen Künstler ich reacte oder welches Lied ich reacte. Das werde ich zum Schluss des Videos oder vielleicht auch zwischendurch irgendwo einblenden, so dass ihr auf jeden Fall nicht direkt auf einen bestimmten Punkt vorspulen könnt, sondern euch tatsächlich einfach mit mir überraschen lasst. Beziehungsweise in diesem Fall weiß ich ja, worum es sich handelt, wobei ich das Video noch nicht gesehen habe, aber ihr wisst es nicht. Also, verkehrte Welt. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Hin und wieder bringe ich neue Surprise-Reactions mit ja, Bands und Sachen, die ihr mir vorschlagt, aus meinem normalen Genre. Und ja, wie gesagt, Künstler etc. werde ich zwischendurch mal einblenden. Das wird dann hier oben in meinem Reaction-Bildschirm eingeblendet werden und dann könnt ihr den Künstler auch suchen, wenn er euch gefällt, etc. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Es geht los. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. Warum müssen alle Künstler immer ihren Namen und den Track einblenden am Anfang? Das ist doch fürchterlich, verdammt. Ja gut, jetzt habt ihr gesehen, um wen es sich handelt. Wenn ihr die Musik nicht kennt, so genauso wie ich, lasst euch einfach mit mir weiter überraschen. Aber genau das gleiche ist mir schon beim letzten Video passiert. Wird einfach eingeblendet, wer der Künstler ist, mit welchem Track. Fürchterlich. Wie kann man sowas machen? Verdient mir doch den ganzen Spaß. Yeah.
ich würde sagen, da ging es ganz schön gut ab und zwischendurch wurden auch einige an Nippeln weggepixelt. wir machen einfach mal hier so ein schönes, gutes Bild nehmen wir so. Ja, cooler Song, so ein richtig schöner, hammerharter Industrial-Song, ein bisschen, ne, so ein bisschen Elektro-Elemente mit drin, etc. Hört sich gut an. Mir persönlich hat so ein bisschen, es war Gesang drin, ja. Mir persönlich hat noch so ein bisschen der Gesang gefehlt. Irgendwie, also ein bisschen der lyrische Teil. Muss man nicht verstehen, was man da singt, aber irgendwie hat mir doch einfach die Gesangskomponente gefällt. Die Leute, die mir häufiger zusehen, wissen ja, dass ich auch gerade Stücke mag oder Bands, wo zwei oder drei verschiedene Sänger drin sind, weil das einfach noch so ein Lied ein bisschen mehr Volumen gibt. Und es gibt auch großartige Instrumentalstücke, da braucht man dann keinen Sänger. Aber das ist jetzt so ein Punkt, da hätte ich gedacht, ein bisschen mehr Vocals wäre schon cool gewesen, aber trotzdem finde ich, das ist ein relativ starkes Stück. Also richtig cooles Musikstück. Und wie gesagt, wer wissen will, wie der Sänger heißt, er hat es am Anfang ja selber eingeblendet und gerade am Ende auch nochmal, dann brauche ich das gar nicht hier da oben einblenden. Ansonsten, ich sag's einfach mal, das ist Otko und das ist der Disobey von Disobey, ein Remix. Und damit entlasse ich euch jetzt in die Nacht. Ich hoffe, beim nächsten Surprise Reaction schreibt der Künstler nicht am Anfang des Videos rein, wer er ist. Ansonsten schlagt mir auch gerne mal Surprise Reactions vor. Falls ihr oder du einer dann das Video kennt und er weiß, dass das Video nicht von Anfang an beschriftet ist, würde mir das, glaube ich, ein bisschen helfen und würde das Format hier, glaube ich, ein bisschen sinnvoller machen. Soweit, so gut. Ich wünsche euch, viel Spaß beim Originalsong gucken oder guckt euch noch ein bisschen auf meinem Kanal um. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über jeden Like, jeden Kommentar und auch, wenn ihr mögt, mich gerne zu abonnieren. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore.